Herr Bürgermeister Markus Linhardt, warum ist die Stadtbusführung über den Kornmarktplatz schon nach einer Woche Probebetrieb wieder Thema in der Stadtvertretung? Die Stadtbusführung über den Kornmarkt ist, seit wir über den Kornmarktplatz diskutieren, Thema. Und bereits bei diesem schlechten Wetter und damit den eigentlich nicht so wahnsinnigen Frequenzen auf dem Platz, war es eine Situation, die auf große Ablehnung stoßen. Wir haben jetzt ein ganz deutliches, unüberhörbares Votum der Bregenzer Bevölkerung und unserer Gäste. Sie wollen einen freien Platz. Und den, denke ich, müssen wir und wollen wir Ihnen jetzt auch wieder geben. Und darum werden wir heute eine neue Stadtbusführung diskutieren und beschließen, abseits des Kornmarktplatzes. Gestern gab es ja bereits schon Probefahrten über die Anton-Schneider-Straße. Ist sie als eine alternative Route des Stadtbusses geeignet aus Ihrer Sicht? Dann liegt eigentlich das Dilemma, dass die Varianten alle ihre Probleme haben. Es gibt die Variante Seestraße, wo der Bus auch während der Baustellenphase gefahren ist. Die hat den entscheidenden Nachteil, dass die am stärksten frequentierte Haltestelle des Stadtbusses, nämlich hier am Kornmarkt, hier haben wir Erhebungen, sehr unattraktiv ist und dass die stärkst befahrenste Straße unseres Landes vierspurig überquert werden muss, um diese Haltestelle zu erreichen. Das ist ein Missverhältnis, das, denke ich, nicht ideal ist, und außerdem werden ganz wichtige Teile unserer Stadt sehr schlecht damit angebunden. Entfernung Leutbühl zu der Haltestelle Seestraße wären bis zu 300 Meter, und das macht deutlich, dass man auch andere Varianten ins Auge fassen muss, nicht nur die nächstliegende. Und eine weitere Variante, die funktionieren kann, ich hoffe sogar funktionieren wird, ist die Führung des Stadtbusses über die Bellrupstraße, Bergmannstraße und Anton-Schneider-Straße. Zugegeben, sehr enge Situation mit entsprechenden Begleitmaßnahmen, aber denke ich jedenfalls so, dass es einen Versuch, und zwar einen ernsten Versuch, rechtfertigt. Und das ist das, was wir der Stadtvertretung heute vorschlagen wollen. Diese Variante wäre, wenn sie wirklich das hält, was sie verspricht, deutlich besser als jede andere, und dann, denke ich, muss man das machen.